das ins Grube. Guten Tag. Und wer macht hier mit C4 Energy? Gin. Genau. Nee, Gin, das ist was zum Trinken, das mache ich danach. Gut. Landschaft wird werden. Wir machen das Tutorial. Beginnen. Meine Damen und Herren, genießt die Show. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem wunderschönen Tutorial. Und zwar nehme ich heute mit. Ja, mit was denn eigentlich? God is in Group. Die sind jetzt Version 1.0 und wir schauen uns die 51 Tutorials an. Wir fangen damit an. Und zwar nämlich mit Beginn des Tutorials. Willkommen im ersten Tutorial. Starte mit den absoluten Grundlagen und lerne, wie du dich bewegst. Wie du die Benutzeroberflächen bedienen kannst und was mit der Umwelt interagierst. Umwelt? What? Eine erste wichtige Info gleich am Anfang. Du kannst dieses Fenster entweder mit der Maus schließen, indem du Steuerung links drückst oder Escape. Okay. Gut. In dem Escape. Gehe vorwärts. Renne. Thank you.
Ja, danke, Niklas. Wechsel in den vierten Ring. Eins, zwei, ja. Ich bin gerade überfragt. Egal. Okay, du warst gerade Platz 5. Was mit der mittleren Maustaste-Taste? Ah! Das muss doch erstmal eingesaugt werden. Schalte das Rundumlicht an. Okay. Das ganze System ist komplex. Komplex, echt Wahnsinn. Bei einigen Funktionen kannst du die Status mit. Und dann ist auch, ach, ich fahre es aus. Okay, super. Dann bin ich dabei. Wenn ich nicht gerade arbeiten will. Ach, ich bin arbeiten. Bis 20 Uhr. Minimum. Gut. Was öffnet das Radialmenü? Mache ich. Ich finde die über dieses Radialmenü viel, viel komplizierter alles. Ach, alles gut. Kannst du gerne Werken machen. Habe ich nichts dagegen. Alles gut. Ich bin jetzt so ein kleiner Streamer. Ich sag mal, so hätte ich jetzt 25.000 Zuschauer auf übertrieben gesagt, ja. Dann täte ich wahrscheinlich sagen: Also, nee, nee, Junge, das geht so nicht. Das wahrscheinlich steht es dann auch noch überlesen. Gut, was ich schließe das Radialmenü.
So, da sind wir auch schon angekommen. Ah, jetzt kann ich was abonnieren. Tempomat. Mit dem Tempomat kannst du eine feste Geschwindigkeit für den Maschinen einstellen und die kannst automatisch ganz automatisch gehalten wird. Dies ist sowohl für Straßenfahrten als auch für die Arbeit auf dem Feld sehr nützlich. Ja, das ist schön. Wir drücken T. Jetzt geht's los, meine Damen und Herren. Das fällt gar nicht, denn das System ist ein Parallelfahrsystem, das dir dabei hilft, deine Bahnen möglichst gerade auf dem Feld zu, auf dem Feld fahren zu können. Es hat zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten um das Feld und Anbaugeräte angepasst werden können. Wir drücken P. Es ist langsam, glaube ich, brauche ich hier ein bisschen ein bisschen schief, nicht? Fahren Sie die erste Bahn. So, wir fahren das noch. Oh. Ich finde das Geld, dass die Portige so.
Ja, so sieht's aus. Moment, das. Geil. Diesen wirst du die fortgeschrittene Einstellung, die das Pad bietet. Du wirst verschiedene Einstellungen konfigurieren, um sie an diesen Geräten stützen lassen. Zwei Beispiele abzuarbeiten. Gut, nicht? Dann machen wir mal. Bringen Sie bitte X, um mal aufzuklappen. P 1410 Meter? What? Bin erstmal weg, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Genau, ja, wünsche ich dir auch noch einen schönen Abend, weil ich gehe nämlich auch gleich in die Wanne. So. Die Arbeitshöhe der Spritze sollte 28 Meter sein. Benutzen Sie Plus-Button, um die zu erhöhen. Right.
Was? Nur Dünger. Wer kennt's nicht?
Ich hab's gesagt. Gut, das war das nächste Tutorial. Ich bin gleich unter. Ich muss mal ganz kurz für die kleinen Jungs. So, meine Damen und Herren, da bin ich wieder und es geht direkt hier weiter ins nächste Tutorial. Zertifikat, du hast das Zertifikat erwartet und Führerschein abgeschlossen, wunderbar. Nächstes Tutorial, Cap Control. Das kann sich doch kein Mensch merken, Leute. Viele Maschinen in Kategorie haben Funktionen an und in der Maschine in der die mit aha Öffelter großer Steuerung bedient werden können. In diesem Tutorial lernst du, wie du dieses Cap Control verwenden kannst, um verschiedene Funktionen am Traktor zu bedienen. Okay, ich würde mal sagen, wir beginnen. Linke Maustaste. Go. Achso, okay, das mit eins in einsteigen. Okay. Parke vor dem Anhänger. Welchen Anhänger? Warte.
Thank you.
Also mein Dummchen, das war jetzt Teil 1 gewesen, um Tutorials zu machen. Ich muss mich erstmal ganz kurz ein bisschen ausruhen. Bis gleich. Ich bin gleich wieder da für euch. Ciao.